Der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist noch immer der Flaschenhals in der Akzeptanz von Elektromobilität. Wir wissen, wir müssen Ladesäulen deutlich weiter ausbauen. Also hier in Bremen sind ja verschiedene Player involviert, da wir ja hier viele enge Quartiere haben, wie in anderen Städten auch. Wir wollen das verknüpfen noch mehr mit dem Thema Carsharing. Wir haben insgesamt 10 Ladepunkte errichtet. Das ist der Kern, warum wir eigentlich diese Förderung auch angegangen sind. Also die Ladepunkte hier, die sind für fuhrparkeigene Fahrzeuge. Wir produzieren eigenen Strom, ja, über Photovoltaikanlagen. Bis man sich gefunden hat in einem noch relativ kleinen Markt, das hat immer sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und genau das leistet das Flächentool, investitionswillige und flächenanbietende zusammenzubringen. Und das klappt hervorragend. Wichtig ist, dass alle Akteure miteinander reden und die Wege kurz halten. Und dann geht es auch schnell und es geht gut.